Moin Leute, willkommen zur nächsten Runde von meinem Abo-Talk, diesmal mit dem Haustest. Ein alter Freund, wir kennen uns ja mittlerweile schon bisschen die ein oder anderen Monate, ja, waren auch auf der Gamescom, haben uns da gesehen. Und wir haben uns mal wieder gedacht, wir sollten mal wieder was zusammen machen, war ja schon, ja, schon ein bisschen her, wo wir letztes Mal was zusammen gemacht hatten. Und wir haben uns heute überlegt, dann ein Dual-Commentary zusammen zu machen. Und wir haben wollten heute mal über YouTube an sich reden, über YouTube als Arbeit, als Job, dass man halt von YouTube leben kann. Was man dafür braucht und wie das alles funktioniert. Und ja, das ist im Großen und Ganzen alles. Genau, wir haben hier ein paar nette Gameplays rausgesucht. Wir werden ein bisschen länger reden, deswegen gibt es ja nicht nur eins, sondern gleich zwei. Ja, wahrscheinlich werde ich zwei ranhauen. Ja, genau, weil die sind ein bisschen kurz. Also 5 Minuten wird nicht reichen, deswegen haben wir zwei ausgesucht. Und 10 Minuten sollten wir vielleicht auch hinkriegen, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Jo. Es ist ja der Gegensatz, wenn eine Battlefield 4 auf so einen 64er-Server Contrast Large macht, da bist du mal eine Stunde beschäftigt. Ja. Aber das ist jetzt zu krass. Jo, unser Thema ist YouTube als Arbeitgeber, als Job allgemein. Und prinzipiell ist es ja so, als ob du dich erstmal selbstständig machen würdest und einfach deine Videos quasi verkaufst an deine Kunden. Und die Kunden sind in dem Prinzip ja die Zuschauer. Und das ist auch wie jedem anderen Job halt so, dass du halt auch ja, Kunden brauchst, in dem Sinne halt dein Publikum, denen du das Video vorstellst. Das Problem dabei der Sache ist halt, dass du, wenn du anfängst, hast du ja jetzt nicht so die mega Grundlage, außer du erbst irgendwie einen riesen Channel, dann ist vielleicht nochmal was anderes, aber man muss sich ja vor allen Dingen als YouTube dann als Persönlichkeit auch aufstellen. Das ist was anderes, wenn du zum Beispiel eine Firma bist. Bei einer Firma lässt du vielleicht erstmal deine Arbeiten sprechen und dann kommen mal Kunden auf Anfrage zu dir hin. Das ist mal wieder was anderes. Und das ist heutzutage extrem schwer geworden, sich auf YouTube jetzt irgendwie ja, bekannter zu werden, weil es momentan, ich glaube in den letzten 2 Jahren hat es ja extrem zugenommen, sieht man ja. Allein im Gaming-Bereich, da bist du ja eher so, angestellt, wenn man so will. Also du machst ja Gaming-Videos an sich. Genau. Und da ist es, das merkst du auch selber, dass es extrem schwer geworden ist, weil wirklich jeder Zweite macht Gaming-Videos, vor allem Let's Plays und Commentaries. Ich meine, du hast jetzt ein bisschen da, du bist da ein bisschen anders gegliedert, du machst ja auch, hauptmerklich jetzt nur noch die Gaming-News eigentlich. Die Gaming-News, genau. Und das ist ja nur noch nebenher, wenn ich Zeit habe. Und wie gesagt, das ist extrem schwer, dann irgendwie bekannt zu werden, vor allem wenn man klein ist, weil die Videos, die gehen einfach unter. Die gehen komplett unter. Ich meine, die ganzen YouTuber, die jetzt Let's Plays gucken, die gehen zu Gronkh, zu den ganz großen Let's Playern. Die haben ihre Let's Player, ihre Videos und da wird es halt extrem schwer für kleinere irgendwie bekannter zu werden auf YouTube. Deswegen ist ja zum Beispiel in der Vlogging-Szene noch ein bisschen, ich sag mal, mehr Chancen, weil als Let's Player, du hast du halt deinen begrenzten Zeitraum, wo ein Spiel attraktiv ist. Und dann hast du ja auch halt die ganze Masse an Angeboten. Also du kannst es bei denen gucken, bei dem oder bei dem. Und wenn du da irgendwie einsteigen willst, ist es recht schwierig. Und ich sehe allein, ich bin jetzt bei fast 500 Abos. Die Gaming-News laufen wunderbar. Wenn ich zum Beispiel Minecraft mache, was jetzt sowieso schon so eine Sache ist, da habe ich vielleicht ein 20stel Aufrufe. Ja, das ist bei mir nicht anders. Ich habe ja auch angefangen mit Minecraft und da hat das halt einfach keiner geguckt. Und das ist ziemlich schade, weil ich ja auch nicht das beste Internet habe. Ich brauche für so einen Upload 4-5 Stunden und im Endeffekt guckt es keiner. Deswegen war das schon ein bisschen, also es hat sich nicht gelohnt für mich. Deswegen. Also es war, also alleine Minecraft zu machen, da musst du dann irgendwie schon die Connections haben, dass du ein bisschen gepusht wirst oder du halt was mit größeren YouTubern zusammen machst, damit die Leute auf deinen Kanal auch aufmerksam werden, weil sonst alleine nur mit Minecraft oder so kommst du da nicht weit. Das Problem ist ja, man muss sich halt auch so rausstellen, dass du, obwohl du ein Spiel spielst, was jeder spielt, immer noch was Eigenes machst. Und deswegen versuche ich, Minecraft jetzt immer mehr so blockartig zu machen, ein festes Thema zu nehmen. Das, was ja jetzt der Gronkh zum Beispiel auch gemacht hat, der spielt ja jetzt auch nicht mehr nur noch Minecraft durch. Der nimmt sich ja immer Themen aus der Community, versucht irgendwie zu verwursten, ja, damit was Spannendes raus wird. Vor allem ist ja der Zuschauerkontakt wichtig, dass du auf die Zuschauer auch eingehst, auf deren Fragen und so, weil dann dadurch bekommst du halt mehr Zuschauer und die bleiben auch bei dir, weil die dann mit dir interagieren können mehr. Und das ist halt der Reiz auch da. Das ist eben der Punkt der Persönlichkeit, den ich meinte. Du musst dich vor allen Dingen rausstellen als jemand, mit dem du sprechen kannst und der halt auch für dich irgendwie einen Bezug hat als Zuschauer. Aber wir wollten ja mehr über das Geld verdienen an sich reden, über die Arbeit als YouTuber. Und angefangen haben wir mit dem Gedanken eigentlich, wir haben es auch Spaß gemacht, kann man ja so sagen. Also wir haben es auch Spaß gemacht, weil es Spaß macht, Videos zu machen. Und vor allem, wenn dann halt Zuschauer kommen und die kommentieren deine Videos und respektieren deine Arbeit. Mhm. Aber ab wann denkst du denn, lohnt es sich eigentlich damit Geld zu verdienen? Und weil viele haben halt den Gedanken, die fangen jetzt bei YouTube an und machen Let's Plays, so wie Gronkh und so, und denken, die werden damit reich. Die haben echt Vorstellungen, dass Gronkh zum Beispiel Millionär ist oder dass sie Unmengen an Geld damit verdienen, was eigentlich vollkommen schwachsinnig ist. Mhm. Ab wann lohnt es sich eigentlich, mit YouTube anzufangen oder mit YouTube Geld zu verdienen?
Also ich glaube mal so, das ist unterschiedlich. Ich meine, wenn du zum Beispiel ein Blogger bist mit einer eigenen Webseite, da reichen auch nicht 5000 Aufrufe pro Blog, den du einmal die Woche machst. Ja. Das Wundersame ja bei den Let's Play Sachen ist, dass du ja täglich 1 bis sogar 6 Videos machst. Ja genau, also da macht es die Masse eher aus. Nee. Und YouTube reagiert ja inzwischen mehr auf die Wiedergabezeit, also wie lange wird ein Video im Durchschnitt geguckt. Das ist ja viel wichtiger inzwischen, als wenn du zum Beispiel Daumen oder Kommentare gibst. Deswegen sich ja zum Beispiel die ganzen Interviewkanäle komplett runtergeschraubt haben wieder, weil die einfach nicht, ja, die Bewertung kriegen von YouTube, dass die wichtig sind. Deswegen auch entsprechend weniger Werbegeld einnehmen. Deswegen ist zum Beispiel, wenn die Leute wissen, da gucken die lange und gerne, dann machen die auch lieber da eine Werbung drauf. Ja, na klar, das hängt ja immer darauf ab, was für eine Werbung. Also es gibt natürlich so eine kleine Werbung an der Seite oder so eine Overlays, die über ein Video drüber legen oder halt so eine Werbung, die vorm Video kommt. Also es ist immer unterschiedlich. Man kann auch nicht sagen, man verdient jetzt immer jeden Monat das und das und das. Das ist vollkommen unterschiedlich und das ist auch nichts Festes. Also wenn du jetzt zum Beispiel fest angestellt bist, weißt du, du kriegst jeden Monat das und das Gehalt. Genau. Das ist bei YouTube ganz anders. Also du kannst dich irgendwie nicht, das kann man immer nie so sagen. Und ich habe gehört, dass man jetzt pro 1000 Aufrufe an sich so $1 bis $3 verdienen soll. Ich weiß es nicht genau, jeder sagt was anderes, weil man darf auch nicht drüber reden. Das ist ganz wichtig. Also wenn man jetzt ein YouTube-Partner ist, ja, klar, darf man an sich nicht drüber reden, wie viel Geld man da kriegt. Ja, das ist halt das die Verschwiegenheit, die man der Company gegenüber leistet. Es ist ja auch verständlich. Ich würde ja auch nicht wollen, wenn ich meinen Mitarbeitern nur 5 Euro gebe und alle sagen, ich dachte, der kriegt 10. Das ist natürlich ein riesen Aufwand. Das muss natürlich auch irgendwie unter Dach und Fach bleiben. Aber was du sagst, 1000 Aufrufe in $3, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe inzwischen 1, 2 Videos, die an einem Tag mal so einen 1000 Aufruf gemacht hat. Das ist krass unterschiedlich. Also das gibt große Schwankungen. Auch diese Social Blade Seite, Social Blade. Ich versuche das ja irgendwie rauszufinden, aber es stimmt nie im Leben. Das ist immer weit unter dem Niveau, was die da zeigen. Zumal die ja davon ausgehen, dass jedes Video auch monetarisiert ist. Und man kann einfach sagen, es kommt manchmal auch einfach auf das Publikum an. Wenn du zum Beispiel Publikum hast, die kennen die Situation, die sind auch, sagen wir mal, über 20 und nutzen einfach mal keinen Adblocker, weil die wissen, dass man den Leuten auch was Gutes tut, wenn man halt deren Arbeit respektiert und sich auch einmal die 15 Sekunden Werbung antut. Dann gibt es halt andere Leute, ich sag mal, die sind jetzt jünger und so habe ich das bisher erlebt, die nehmen bewusst einen Adblocker, weil es viel zu nervig ist für die, die einfach nicht die Geduld dafür haben. Aber das ist echt krass, also wenn man sich hier die Zahlen anguckt, ich glaube, locker über 50% benutzen Adblocker, mindestens. Genau, und das ist ja das Problem. Hast du da eine Zahl von dir im Kopf? Das kann man irgendwo nachgucken, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei mir Adblocker nutzen. Aber das sind auf jeden Fall extrem viele und dann ist halt die Werbung ausgeschaltet und dann kriegst du auch kein Geld dafür. Aber und ich finde, YouTuber, die auch gute Arbeit leisten, sollten dafür bezahlt werden. Viele sagen immer, dass du bist dann irgendwie so ein Sellout, du bist damit Geld verdienen. Das ist einfach ein Job und die Leute wissen nicht, wie viel Arbeit teilweise drin steckt. Also so ein Video ist nicht einfach mal so schnell aufgenommen. Ja? Genau. Da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Du musst dir Zeit nehmen und das ist nicht so einfach, wie die Leute sich mal das vorstellen. Sonst würde ja auch jeder YouTube machen, wenn es so einfach wäre. Oder jeder wäre erfolgreich. Das ist wirklich nicht so einfach. Deswegen ist es ja eben so spannend, wenn du dir ein Feld nimmst, wo halt nicht jeder mitmachen kann, weil zum Beispiel du brauchst ein bisschen Erfahrung, du brauchst das Wissen, wo du zum Beispiel Informationen herkriegst, wie bei meinen News. Ja. Sonst könnte auch jeder die News machen, wenn er wüsste, wo ich meine Sammlung herkriege. Ist ja auch so, du brauchst auch deine Geheimnisse, was halt ein bekanntes Erfolgsrezept ist. Regel Nummer 1, erzähl nicht alles, was du weißt. Genau. Und wichtig ist halt auch, dass du irgendwie so eine kleine Nische findest. Du musst dich irgendwie abheben von der Masse, weil, wie gesagt, Let's Plays, Minecraft macht jeder. Also du musst irgendwie dich ein bisschen abheben von der Masse. Du musst irgendwas Besonderes sein. Du musst irgendwie ein Thema finden, wo es halt auf YouTube so einen kleinen Mangel gibt, wo halt nicht so viele Leute diesen Bereich ansprechen. Dass du halt irgendwie, ja, dich abhebst von der Masse halt. Ja, das Interessante ist, als Indikator würde ich sagen, kann man das nehmen, wenn man in Analytics reinschaut. Und ich mache das jede Woche so 2, 3 Mal aus Interesse, was sogar passiert ist, wie ist so der Verlauf. Und dann gibt es ja auch den Punkt Zugriffsquellen. Dann siehst du ja zum Beispiel unter YouTube-Suche, wie oft zum Beispiel ein Video gefunden wurde bei dir unter einem bestimmten Suchbegriff oder einem Satz. Ja. Wenn dann dein eigener Name langsam steigt, dann kann man auch sagen, dass du halt interessant wirst für die Leute, weil die zum Beispiel wissen, der, zum Beispiel in meinem Fall der Haustest, da war doch irgendwas, den Kanal suche ich jetzt mal schnell. Dann suchen sie nämlich Haustests, nicht irgendwie, weiß nicht, Gaming News oder sowas. Das sollte halt den Namen suchen. Genau, und das fände ich interessant, dass auch in letzter Zeit so langsam die Suchanfragen auf meinen Kanalnamen zum Beispiel steigen. Dachte ich mir, interessant, so langsam renommiert sich mein Name in dem Gebiet. Ja, was ich auch gemerkt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel unter anderen Videos kommentiere, dann sehen es teilweise auch meine Abonnenten und liken mein Comment. Mhm. Obwohl das jetzt irgendwie ganz normal schlichte Comments sind. Also teilweise merke ich das schon extrem, dass ich schon so eine kleine Fanbase aufgebaut habe, auch wenn ich
Fan immer gerne in Anführungsstriche setze, weil für mich seid ihr keine Fans, ihr seid einfach nur, weiß ich nicht, Kumpels an sich, weil Fans finde ich immer so ein bisschen überheblich. Das ist immer so ein Punkt, ne? Ja, das Interessante ist ja halt durch Google Plus, die Leute fangen ja an, sich damit zu beschäftigen, eben das, was Google ja vorhatte. Zwangsweise. Da kommst du nicht mehr drum rum. Ja. Musst du ja an sich. Ich nutze es ja schon ein bisschen länger und ich finde es halt interessant, dass jetzt, wo die Kommentare zum Beispiel, die man unter einem Video geteilt, also schreibt, auf Google Plus geteilt werden, dass man das auch direkt in seinen Feed hat. Und das bringt ja automatisch rein, wenn du zum Beispiel mit Twitter oder Facebook das machst, ist ja ganz anders. Da musst du ja extra bestätigen, dass ein Kommentar auch auf Twitter geteilt wird. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe, ein Tool, was viele größere YouTuber machen, die geben zwar weniger Daumen, aber wenn sie einen Daumen geben, teilen die es zum Beispiel direkt auf ihren sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter, und dann sehen halt die ganzen Follower das. Und das ist auch ganz halt wichtig, mit den ganzen Social Networks, sei es Facebook, Twitter, was es da nicht alles gibt, Tumblr, keine Ahnung. Weil nicht jeder sieht das sofort bei YouTube, weil teilweise haben die Leute extrem viele Leute abonniert und dann gehen die Videos unter oder YouTube spinnt wieder rum, dass die Subbox nicht funktioniert und dann werden die Videos nicht gesehen und sowas. Und ich finde auch selbst, egal welche Art YouTuber du bist, ob du das jetzt nur als Hobby machst, ernsthaft anschreibst, später deinen Job drauf zu machen, du musst vor allen Dingen präsent sein, du musst kommentieren, weil anhand der Kommentare sieht man auch zum Beispiel, dass der Typ irgendwie Ahnung davon hat oder dass er zumindest auch viel Interesse hat. Da schaut man sich zum Beispiel. Wichtig ist einfach auch dran zu bleiben, weil viele stellen sich das zu einfach vor. Ja. Die denken wirklich, die können das mal anfangen damit und verdienen jetzt Unmengen an Geld. Das ist wirklich extrem wenig. Das ist wirklich richtig wenig. Aber ich finde, YouTuber, die gute Arbeit leisten, sollen dafür auch bezahlt werden, weil das ist ja. Ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen im Netzwerk drinne. Bei Mediakraft kann ich aber so viel sagen, ich habe jetzt noch kein Geld bekommen. Ich, wie gesagt, das Geld kommt erst irgendwie 2 Monaten und sowas. Wird doch nicht viel sein. Ich würd mich freuen, wenn ich denn davon irgendwie meinen Abonnenten was schenken könnte. Irgendwie jetzt einen Gutscheincode oder irgendwie. Irgendein Spiel oder sowas, weißt du? Also ich will das Geld jetzt nicht unbedingt für mich nutzen, sondern das mehr mit meinen Abonnenten teilen. Also zum Beispiel, ich werde jetzt auch ein Gewinnspiel demnächst machen, wenn ich die 500 erreicht habe, weil ich einfach weiß, dass ich ohne meine Fans und meine Fanbase inzwischen ja nicht so groß geworden wäre, weil die halt auch immer wieder bei mir vorbeischauen. Ja. Und das würde ich gerne zurückgeben. Kein YouTuber wäre so erfolgreich ohne seine Zuschauer. Das Geld kriegst du ja wegen deinen Aufrufen. Wenn jetzt keiner deine Videos gucken sollte, würdest du doch kein Geld verdienen. Was aber auch krass ist halt, dass YouTube sich selbst so verbuggt ist, nochmal ein anderes Thema. Das will ich jetzt nur ganz leicht anschneiden, eben mit der Abo-Box, die ja seit längerer Zeit kaputt ist. Und immer, wenn ich zum Beispiel, das ist das Wichtigste, wenn du auf Facebook und Twitter guckst, wie viele Videos die Leute hochladen und wie viele davon auch wirklich in deine Abo-Box landen, ist der Unterschied echt krass. Weil teilweise habe ich auch mal ein Zehntel der Videos, die ich zum Beispiel auf Netzwerken gesehen habe, gar nicht mal in meiner Abo-Box gesehen. Ja. Das ist extrem nervig. Wenn deine Videos da drunter liegen, das ist natürlich extrem scheiße. Besonders wenn du so ein kleinerer YouTuber bist und denkst, warum ist jetzt die Folge so extrem selten angekommen? Ja, ist klar. Ist halt, weil YouTube dir dann von Haus aus quasi den Riegel vorschiebt, weil die dich einfach nicht weitergeben. Aber das ist ganz gefährlich, wie diese Subbox, wenn die kaputt ist, weil wirklich viele YouTuber leben ja auch davon, die haben ein Kind und ein Haus und alles drum und dran, aber wenn jetzt irgendwie die Videos nicht geguckt werden durch irgendeinen Bug oder weiß ich nicht, was da alles so passiert oder jetzt diese Sache mit den ganzen den Strikes. Genau, das ist ja extrem. Also wenn ihr die Videos mal geguckt habt von Frank Sirius zum Beispiel, da geht es ja darum, dass jetzt in letzter Zeit extrem viele Content-ID-Treffer auf Videos geschalten wurden, jetzt die an sich die ganze Zeit irgendwie clean waren. Auf einmal kommen die ganzen Content-ID-Treffer und sind dann halt erstmal weg. Das ist halt das Problem, das ist quasi das nicht Berufsgeheimnis, wie heißt das, die Gefahr halt, wenn du selbstständig bist, dass du ja immer auch sofort durch einen Schlag irgendwie deinen ganzen Job los bist und dann irgendwas anderes machen musst. Und das ist bei YouTuber genauso, die sind nicht gefeit dagegen. Es gibt sogar jetzt inzwischen einen, der gesagt hat, der geht komplett weg von YouTube, lädt die ganzen Videos nur noch auf seiner eigenen Webseite hoch. Muss natürlich gucken, dass er die Werbung auch geschickt einschaltet, dass er halt trotzdem seine Einnahmen hat, dass er davon leben kann. Aber das ist halt der Punkt. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt meine eigene Webseite. Die kostet vielleicht 5 Euro im Hosten, ne? Aber trotzdem musst du dich ja irgendwie erstmal bekannt machen. Und wenn du so einen Pool hast von YouTube und du dich reinschleichst, wo du halt erstmal klein anfangen kannst und üben kannst, ist natürlich wesentlich besser. Das mit der eigenen Webseite funktioniert da eben auch nur, wenn du erstmal eine eigene Base hast. Da musst du schon irgendeine Base haben, ja. Da brauchst du auf jeden Fall einen Zuschauerkreis. Da musst du bekannt sein, sonst bringt das alles gar nichts. Genau. So, und damit haben wir jetzt auch schon wieder viel zu lange geredet. Ich glaube, das werden jetzt insgesamt 3 Gameplays. Und ihr könnt auch unten in der Beschreibung gucken. Die ganzen Kanäle sind verlinkt von den ganzen Gameplay-Erspieler. Und damit würde ich mich erstmal verabschieden für diese Folge. Genau. Wir werden auf jeden Fall nochmal demnächst mal was zusammen aufnehmen. Ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, was man mal ansprechen muss. Auch in Zukunft wird sich ja noch einiges ändern, wie wir schon erfahren haben. Da muss man auch einfach mal dranbleiben. Wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten.
Wenn ich gucke mal bei Hostas vorbei, er macht immer Gaming-Videos für die, die jetzt hier Gaming interessiert sind. Vor allem die News-Sachen und ich bringe auch YouTube-Sachen rein, also auch wichtig für andere Sachen als nur Gaming. Genau. Nö. Auf einem sehr hohen Level, kann man so sagen. Also die Qualität stimmt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Gut, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort überlasse ich den Host-Test. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielleicht sogar auf meinem Kanal. Link wird hoffentlich auch in die Videobeschreibung reinkommen. Ja, sicherlich. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Haut rein. Can you hear me now? Are you tuned in? Zooming in this room, assume I got new plans. Soon as I can move, I blew the spot, boom, bam, boom. Doc Dweller is a new improvement. Two hands gripping this mic, I watch loose limbs. New trends, new likes, and insta view grams. Who I am doesn't matter when I put it in the pattern of these rhymes that I rattle every 52 stems.